Ja, jetzt natürlich bei der Bundestagswahl unbedingt die Basis wählen. Wir haben gar keine Alternative. Aber wie sollen wir weiter vorgehen für den Fall, dass es die Basis nicht packt? Und wir beschäftigen uns heute damit, wie eine richtige Partei aufgebaut werden muss. Und wenn Sie selbst schon mal erwogen haben, vielleicht auch selbst eine Partei aufzumachen, sollten Sie unbedingt dranbleiben. Ich beginne mal damit, dass das führt uns auch in Richtung der Fehler, die die üblichen Parteigründer immer machen. Wir hatten tausend, circa in den letzten Jahrzehnten circa 1000 Neuparteien, von denen es nur die drei geschafft hatten, die auch ein gewaltiges Alleinstellungsmerkmal hatten. Die Grünen hatten das Alleinstellungsmerkmal Umweltschutz zu der Zeit. Die Linke hatte das Alleinstellungsmerkmal, nachdem die SPD in die Mitte gerückt war, die ganzen Marxisten und Revolutionsträumer unter sich vereinen zu können. Und die AfD hat alle die, die sich Sorgen machen angesichts von grundsätzlich offenen Grenzen im Sinne, wir haben Platz, die das also irgendwie etwas beunruhigt und so weiter, die haben dann die AfD gewählt. Und alles andere ist mehr oder weniger kläglich gescheitert, weil es kein Alleinstellungsmerkmal hat, weil es nicht das ganz Besondere hat. Und dazu passt, dass gerade im ZDF, das ja quasi eigentlich über alle anderen Wirtschaftskonzepte, Gesellschaftskonzepte eigentlich gar nicht berichtet, wie auch die alle anderen Medien. Da ist eine Sensation passiert. Da gab es, ich habe es in der Mediathek gefunden und das wurde vor ein paar Tagen oder vor 2 Tagen oder so um 23:15 Uhr gesendet. Und zwar 13 Fragen heißt die Sendung. Wenn man also Mediathek googelt, ZDF Mediathek, 13 Fragen, ist der Kapitalismus am Ende? Und da ist es so, dass immerhin die Redaktion es zugelassen wird, hat, dass die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber ausdrücklich einmal genannt wurde und öfters die Formulierung gemeinwohlorientierte Wirtschaftssysteme und so weiter, dass öfters das Gemeinwohlorientierte öfters erwähnt wurde. Und das bedeutet auch, das ist ja auch die einzige richtige Richtung, denn die GWÖ und die GWO irgendwo in diesem Bereich kann die Lösung wohl auch nur liegen. Und dabei sind wir schon bei den Grundfehlern, die die Basis gemacht hat, wie sie alle anderen Neuparteien und Kleinparteien machen. Dass sie die GWÖ und die GWO ignorieren und damit ist es schwierig, dann gibt es nämlich kein Alleinstellungsmerkmal. Genauso wie die Grünen damals Umweltschutz relativ alleine noch ganz groß vertreten haben, müsste es jetzt eine neue Partei GWÖ und GWO ganz groß vertreten. Tun sie aber noch nicht, ja, und die Frage ist, es gibt ja die Vorstellung wahrscheinlich in der Basis, ja, ich erinnere an die Talkshow, an der ich teilnehmen durfte von einem Verband der Basis. Und ich erinnere an die Talkshow mit zwei die Basismitgliedern, unter anderem einem Professor von die Basis, was eben leider. Da wurde halt deutlich, dass man offensichtlich so die Vorstellung hätte, man bekäme noch beliebig viele Anläufe. Aber die meisten Parteien, fast alle Parteien,
haben, wenn sie es nicht im ersten Anlauf geschafft haben, auch nie wieder einen zweiten Anlauf hingekriegt. Aus meiner Sicht hätte die Basis von Anfang an, da hatte sie sicherlich noch nicht 20.000 Mitglieder, aber vielleicht 2.000 Mitglieder, hätte sie von Anfang an rigoros folgenden Fahrplan einer erfolgversprechenden Partei machen müssen. Sie hätte ausschwärmen müssen. Das Erste ist, was jede Partei, das gilt aber auch für die Gemeinwohllobby und deren verfassunggebende Versammlung. Ja? Das, was zuerst getan werden muss, ist das Ausschwärmen, sei es übers Internet und Kontakt aufnehmen und suchen, suchen und Kontakt aufnehmen. Denn hier, ja, das heißt, jede gute Partei braucht zum Beispiel zu einem Reformbereich circa fünf alternative Reformkonzepte, zum Beispiel GWÖ, GWO und so weiter, also je nachdem, wie man und noch ein paar andere, zumindest das Ausschwärmen müsste so vor sich gehen, dass die Parteimitglieder einfach suchen, was gibt es in der Welt an Reformmodellen für den Bereich hier Gesundheitsreform, Wirtschaftssystem, ja, was und so weiter. Also, was gibt es für alle gesellschaftlichen Bereiche, für Ideen, für Vorschläge, für Konzepte, mit denen Kontakt aufzunehmen, die einzuladen zu Argumenterunden, wo vielleicht immer zwei oder allerhöchstens drei der verschiedenen Konzepte sozusagen argumentativ ihr Konzept vertreten. Und dann müsste man sozusagen sich den Luxus leisten, und heute hat ja die Basis 20.000 Mitglieder und könnte das finanziell problemlos stemmen aus den Mitgliedsbeiträgen, denn die Mitgliedsbeiträge könnten ja circa 100.000 Euro im Monat bedeuten, und davon kann man dann kleine repräsentative Wählerstichproben von seriösen Wahlforschungs-, Meinungsforschungsinstituten, Forschungsgruppe Wahlen, Allensbach oder wie sie auch alle heißen, erstellen lassen. Ich kann das ja gerade mal zeigen. Hier gibt es zum Beispiel hier, da haben wir zum Beispiel hier die GfK Nürnberg, TNS Infratest, AC Nielsen, bei einem Partnerinstitut hatten wir unsere simulierte Bundestagswahl durchführen lassen, Forschungsgruppe Wahlen, Institut für Demoskopie, Allensbach, Forsa, TNS, EMNIT, Infratest, DIMAP. Ja, und dann, denn dann würden nicht die einseitig ausgerichteten Parteimitglieder konsensieren, sondern echte Basisdemokratie praktiziert werden. Echte Basisdemokratie bedeutet ja immer, dass man die WählerInnen zu Wort kommen lässt. Übrigens, das hier ist immer der Punkt, dass es ja auch sein kann, dass die Leute sagen, ich möchte das bisherige Wirtschaftssystem beibehalten, 1:1. Und deswegen gibt es hier dann auch die Möglichkeit zum entweder Ankreuzen oder Widerstandspunkte eintragen. Also das heißt, hier Alternativen, genauso bei der neuen Verfassung, auch wieder altes Grundgesetz an diesem Punkte beibehalten oder fünf Vorschlagsgruppen der Verbesserung, und auch die sollten unbedingt repräsentative Wählerstichproben, und wenn es nur 100 Leute sind, damit es billiger wird. Besser 100 Leute, die einigermaßen einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen, als 20.000 Parteimitglieder, die grundsätzlich nicht einer repräsentativen Wählerstichprobe
entsprechen können. Ja, weil sich die Parteimitglieder schon aus einem tendenziösen, tendenzbeinhaltenden Teil der Gesellschaft zusammensetzen, also nichts, aber auch rein gar nichts mit einer repräsentativen Wählerinnenstichprobe zu tun haben. Die Gründerin der Gemeinwohllobby, verfassunggebenden Versammlung, sagte so, dass sie den Eindruck hätte, dass die Menschen sehr gemischt und sehr vielfältig seien, die 10.000. Aber das ist eine Vermutung, für die keinerlei wissenschaftlicher Beweis vorliegt. Und was auch an sich höchst unwahrscheinlich ist, dass da irgendwie diese 10.000 Leute in irgendeiner Weise eine repräsentative Wählerinnenstichprobe darstellen könnten. Ich erinnere nochmal, es geht darum, die 45 Millionen Wählerinnen, die tatsächlich wählen, zu repräsentieren. Und diese 10.000 haben wahrscheinlich eine ganz andere Weltsicht als die 45 Millionen. Also kann es immer nur gehen, dass man also repräsentative Wählerstichproben konsensieren lässt. Alles andere bedeutet, dass man die Basisdemokratie verlässt. Und zwar dann endgültig und ein für alle Mal. Denn in dem Moment, wo dann irgendwelche Parteimitglieder Sachen wegkonsensieren, ist ja die Vielfalt aller Vorschläge, steht ja den Wählerinnen nicht mehr zur Verfügung. Und damit ist es keine Basisdemokratie mehr. Ne? Das ist dann irgendwas, aber hat eigentlich nichts mit Basisdemokratie mehr zu tun. Ja, also ich zeige das hier mal hier nur noch, dass Sie sehen, die verschiedenen Artikel, hier Artikel 2 Grundgesetz, Artikel 1 Grundgesetz, neue Verfassung, Präambel der neuen Verfassung, ja. Das sind die Grundprinzipien und dafür steht diese Grundprinzipien echter Basisdemokratie einzuhalten, steht eigentlich nur die freie Argumentekultur, die FRAG. Und deswegen ist es sinnvoll, vielleicht einerseits jetzt die Basis zu unterstützen, aber ich rufe auf, falls jemand sozusagen bereit wäre. Wir müssen jetzt ja irgendwie, wir stecken in dem Dilemma, das Weltrat und Next Scientists for Future grundsätzlich überparteilich sein müssen und ausschließlich als einer der verschiedenen Berater und einer der verschiedenen Vorschlagsgeber zur Verfügung stehen dürfen und selbst keine Partei gründen dürfen, weil alle Professoren auf der absoluten Überparteilichkeit bestanden haben. Aber wir dürfen anregen, dass Sie, liebe Zuschauerin, mit Leuten sprechen und eine neue Partei, die vielleicht Arbeitsname Freie Argumente-Kulturpartei, FRAG-Partei gründen und dass sie Leute zu Spenden aufrufen. Der Weltrat darf keine Spenden empfangen, aber sie dürfen Spenden empfangen, um davon einen Rechtsanwalt zu bezahlen, der diese Partei richtig vernünftig aussetzt. Und sie können sich dann eben auch beraten lassen von uns. Der Anwalt kann sich dann beraten lassen von uns und vom Begründer der freien Argumentekultur. Und ich kann das ja gerade mal zeigen, dass man mal sieht, sein Forum, wo man ihn im Moment direkt kontaktieren kann, ist ja dieses hier. Jetzt gibt's hier mehrere, Augenblick. Ja, hier ist das wohl. Sie sehen's, Forum mit dem Namen Freie Argumentekultur und hier sind die Instanzen, also nextscientistsforfuture.de und Freie Argumentekultur sind die Garanten echter, realer Basisdemokratie mit diesen zwei Grundprinzipien ausschwärmen in die Welt, alle Vorschläge rankarren, in Gruppen bilden, repräsentative Wählerstichproben konsensieren lassen und alles andere hat mit Basisdemokratie rein gar nichts zu tun.
ja, und ist eben grundsätzlich der falsche Weg. Und deswegen ist es ja auch offensichtlich so, dass die Basis bisher die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber noch nicht richtig auf dem Schirm hat und die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, noch nicht auf dem Schirm hat und auch die GWL, die Gemeinwohllobby und die neue Verfassung noch nicht richtig auf dem Schirm hat. Und das bedeutet, dass es wahrscheinlich gar nichts werden kann, dass es das Scheitern eigentlich vorprogrammiert ist. Aber wir lassen uns überraschen. Wäre ja schön, wenn sie es trotzdem schaffen, aber das nützt ja nichts, wenn die Partei zwar irgendwas schafft, aber inhaltlich dann nicht auf allerhöchstem Niveau ist und quasi dann Reformen sozusagen irgendwo mit sich schleppt, die inakzeptabel sind. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier drauf ein, noch auf ein paar Punkte. Ach so, da muss ich doch hin. Ja, noch ein paar Bemerkungen dazu. Ja, so ein paar Gedanken. Richter der Zukunft werden, wenn sie die richtigen Anreize haben, so etwas wie die VIAT praktizieren, die VIAT, vorteilbringende Irrtümerabbautechnik, weil sie sozusagen den Verbrechern klar machen werden müssen, welche vorteilbringenden Irrtümer sie im Kopf tragen, die quasi als Rechtfertigungen, Scheinrechtfertigungen ihres kriminellen Verhaltens dienen. Und dadurch kommt es dann zur Persönlichkeitsentwicklung durch Richter oder deren Helfer, zu denen, also so wie die heute öfters zum Anti-Aggressionstraining verdonnert werden, kann man sie ja auch zur VIAT verdonnern und dann sozusagen, ja, dann kann man daran arbeiten. Ja? Und dann lässt sich noch sagen, dass man auch bei der Wohlfühlstimme natürlich noch ein bisschen Feinschliff machen kann. Ja, unser Konzept ist ja das eines Schreiners, der nach über 50 Jahren Erfahrung weiß, wie man aus Holz Kunstwerke entstehen lässt, wie man sie schleifen und polieren muss, damit da Kunstwerke draus entstehen. Und das ist bei der Wohlfühlstimme sicherlich auch nötig. Zum Beispiel könnte es ja sein, wir müssen ja immer gucken, dass Praxen oder auch Supermarktleiter bestimmte Kundengruppen nicht anfangen rauszuekeln aus ihren Märkten oder Praxen, weil bestimmte Gruppen vielleicht generell eine negative Wohlfühlstimmenentwicklung aufweisen, so dass dann also diese Marktleiter und Praxisleiter Geld verdienen, wenn sie diese Kunden nicht rausekeln. Und da muss man dann also sogenannte irgendwie alterskorrigierte, zum Beispiel, falls das Alter eine Rolle spielen sollte, muss man also eine Formel berechnen, die also quasi eine Alterskorrektur darstellt, so dass die Wohlfühlstimme sozusagen nur die reinen Verbesserungen, die auf den Marktleiter und die Praxis zurückgehen, misst und nicht das zum Beispiel Absinken der Wohlfühlstimme in bestimmten Altersbereichen der Gesellschaft. Kann ja sein, dass auch jüngere Leute eine depressive Phase in bestimmten Jahren ihres Alters durchmachen und diese, man könnte so sagen, Beulen in der grundsätzlichen Entwicklung der Wohlfühlstimmen könnte man durch Formeln korrigieren, so dass dann in dem Moment der Marktleiter keinerlei Tendenz entwickelt und die Praxisleiter keinerlei Tendenz entwickeln, irgendwelche Personen rausekeln zu wollen aus ihrem Patientenkreis. Und ja,
Jetzt bleibt vielleicht aber auch noch übrig, dass die Praxen vielleicht Leute, die chronisch krank sind, trotzdem versuchen könnten rauszuekeln, weil bei denen vielleicht maximal ein Abbremsen der negativen Wohlfühlstimmenentwicklung möglich ist. Und dann dafür hat man ja dann die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand. Und dadurch kann man auch für die Marktleiter und Restaurantleiter rausfiltern und die Praxen rausfiltern, dass also hier Menschen sind, die chronisch krank sind, aus chronisch kranken Familien stammen, so dass deren Erwartungskurve sehr hoch angesetzt ist. Dann kann man die Erwartungskurven höher gewichten als die Wohlfühlstimmen. Und dann werden die Ärzte in der Summe dazu neigen oder die Praxen in der Summe dazu neigen, die Schwerkranken zu sich zu locken, weil sie in der Summe mehr verdienen können, wenn sie den chronisch kranken Verlauf sozusagen abmildern können, werden sie schon sehr gut verdienen und so, dass sie dann keinerlei Tendenz haben, diese chronisch Kranken rauszuekeln aus ihren Praxen und Märkten und Restaurants und so weiter. Ja? Das heißt also, man müsste dann wohl in so einer Formel die Alterszahlen und aber auch andere Dinge mit einem bestimmten Schlüssel multiplizieren und so weiter, mit der Wohlfühlstimme zum Beispiel sowas wie Endwert Wohlfühlen ist gleich Alter mal S wäre dann also sozusagen Schlüsselzahl, mal faktisch abgegebene Wohlfühlstimme und daraus entsteht dann der Endwert Wohlfühlen sozusagen. Ja? Ja, und daraus würde folgen, dass wir eben keine Tendenz haben, irgendwelche Gruppen, identifizierbaren Gruppen rauszuekeln, also seitens, dass also quasi, wir müssen es so machen, dass die Restaurantleiter, Marktleiter, Praxisleiter, Altenheimleiter, dass die alle gar keine Tendenz entwickeln, bestimmte Gruppen rauszuekeln, um bestimmte Verluste nicht zu machen. Aber das kann man hinkriegen. Kriegt man hin. Ja? Denn man kann ja sehen, wie sich generell alle 45 Millionen Wählerinnen in Deutschland entwickeln bezüglich den Wohlfühlstimmen und auch den Gesundheitsaufwand-Erwartungskurven. Und dann kann man solche Korrekturzahlen einführen, für bestimmte Gruppen. Und wenn man dann diese Korrekturen hat, verschwindet das Interesse, bestimmte Gruppen rauszuekeln. Und dann konzentrieren sich die Praxen, Marktleiter, Restaurantleiter darauf, auf ihre zentrale Aufgabe, nämlich Gesundheit zu fördern bei allen, die da sind. Ne? Unterschiedslos und ohne Diskriminierungstendenz. Ne? Ja, und insofern lässt sich da eine ziemlich hohe Wasserdichtigkeit sehr gut erreichen. Auf der anderen Seite kann man das noch ergänzen, indem man strafrechtlich ganz hohe Strafen für eine solche Diskriminierung oder ein Rausekeln ansetzt. Aber das ist natürlich dann juristisch immer ein bisschen schwierig nachzuweisen. Aber man kann also das auch noch sehr hoch juristisch strafbewehren. Und dann kriegt man das schon ziemlich wasserdicht hin. Besser ein ziemlich wasserdichtes System als ein System, das grundsätzlich löchrig ist wie ein Schweizer Käse und also quasi die Fehlentwicklung sozusagen auf jeden Fall drin beinhaltet und zementiert. Und lieber kleine Ritzen bei der Wasserdichtigkeit als ein System, das nur aus Löchern besteht oder wie ein riesiges Netz mit riesigen Maschen alles durchlässt. Ne? Ja, und damit sozusagen, und das ist ja die Alternative, vor der wir faktisch stehen. Ja, ja. Gut, das war's zu der Frage des Schleifens und der Technik.
Ja, und ja, jetzt gucke ich mal, ob es noch irgendwas gibt für heute. Irgendwas Wichtiges. Also, das ist die Grundlage des Ganzen. Ach so, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Also, Sie sehen es, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. So muss man basisdemokratisch denken. Alles andere ist keine Basisdemokratie. Man muss sogar so weit gehen, dass man, wenn die 5 Vorschlägegruppen einmal von einer repräsentativen Wählerstichprobe konsensiert sind, muss man die Gewinnergruppe noch auf, vielleicht noch mal auf 5 aufspalten, sodass dann die Wählerinnen wirklich ihr Endergebnis konsensieren können. Es kann sogar sein, dass man das zweimal wiederholen muss noch, aber Hauptsache, es ist echte Basisdemokratie und alles andere ist keine echte Basisdemokratie. Und natürlich ist das keine Garantie, dass die Wählerinnen das Richtige wählen werden, das Beste, sondern es ist ja auch beim Weltrat das Prinzip, wir bieten verschiedene Konzepte an. Unsere Professoren haben, wie wir es gesehen haben, in der letzten Talkshow eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Reformkonzepten, die sich teilweise doch erheblich unterscheiden. Aber sowieso kann ja eine Partei oder die Wählerinnen im Sinne der echten Basisdemokratie, können ja sowieso nur das übernehmen, was sie verstehen. Und wenn die zum Beispiel die Wählerinnen eben das Wohlfühlstimmen- und Gesundheitsaufwand-Erwartungskurvensystem nicht verstehen würden, vielleicht verstehen Sie dann die Schadensersatzregelung oder die Budgetierungsregelung und so weiter. Ja, und oder man kann ja auch versuchen, dieses der Arzt als Beamter oder die Praxen als Beamte solche Systeme auch wieder mit versuchen Richtung Wasserdichtigkeit anzureichern. Also wir sind sowieso davon abhängig, was die völlig durchmanipulierten Wählerinnen, die ja alle voll sind von vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten der Gesellschaft. Wir können nur hoffen, dass sich bei den 45 Millionen Wählerinnen diese verschiedenen Manipulationen rausmitteln und in der Summe sowas wie ein kleiner Rest an gesundem Menschenverstand zum Wirken kommt und dass dann vielleicht wirklich zumindest die Besseren unter der Bandbreite und Palette der verschiedenen Vorschläge gewählt werden von den Wählerinnen. Das ist aber dann der Nachteil, das ist halt der Nachteil der Demokratie, mit dem wir leben müssen, dass sie vielleicht die besten Vorschläge gar nicht verstehen kann. Das ist möglich, da und insofern, aber wir müssen es einfach akzeptieren, weil es gibt keine Alternative dazu, dass wir die Wählerinnen konsensieren lassen. Ja, dann gucke ich jetzt mal hier. Hier sehen Sie das nochmal mit den Instituten. Dann sehen Sie hier, wir können natürlich die Wohlfühlstimme auch noch ergänzen durch die ganzen anderen Maßnahmen, die ich schon oft beschrieben habe hier. Sie können es ja mal reinlesen, damit Sie sehen, was alles noch getan werden kann, um echte Basisdemokratie zu verankern in der Gesellschaft. Und dann, ja, warum ist das so wichtig? Weil eben die Gesellschaft aus lauter Sparten besteht, die alle vorteilbringende Irrtümer, also Manipulationen in unsere Köpfe aussenden und alle versuchen, wenn das der Gesamtkuchen der Gesellschaft ist, alle versuchen von dem Kuchen möglichst viel herauszufressen, auf Kosten der Restgesellschaft. Und dass, wenn man das verstanden hat, dass es so ist und dass unser Gehirn eigentlich nicht anderes, dass es voll sein muss mit lauter vorteilbringenden Irrtümern, also Manipulationen irgendwelcher Sparten, vielleicht sogar der eigenen Sparte, dann ist man sich klar, dass man nicht anders vorgehen kann, ja, in der Summe. Ja, ich gucke noch, ob mich noch was inspiriert hier. Ja, also
Das heißt, wenn den Leuten das zu kompliziert erscheint mit der Wohlfühlstimme und deren Feinkorrektur, also Alterskorrektur und ähnlicher Korrekturen und der Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, um eben eine möglichst nahe, fast nahe 100% liegende Wasserdichtigkeit des Systems zu erzeugen, dann verstehen Sie vielleicht das Schadensersatzmodell, wo man ja auch versuchen kann, einer hohen Wasserdichtigkeit relativ nahe zu kommen, ja, dass der Arzt die Praxen also Schadensersatz zahlen dafür, wenn es ihnen nicht gelungen ist, die Leute gesund zu halten. Und dass man natürlich, muss man dann gucken, wie man das macht, dass man die Tendenz zum Rausekeln schwieriger Kunden blockiert und mit ganz vielen Regelungen unterbindet, mit 2, 3 Regelungen unterbindet. Aber das ist auch machbar. Es ist alles machbar, wenn man diese Gefahren kennt. Ja? Und ja, und dann, ich guck mal weiter hier. Ja. Und was ja vielen nicht bewusst ist, ist diese ungeheure Menge. Ich sage ja, dass du schätzungsweise 90% unseres gesellschaftlichen Handelns antikooperativer Anteil sind. Also wir schädigen unsere Mitmenschen und die Gemeinschaft. Und weil wir eben die vorteilbringenden Irrtümer glauben, das heißt, wir glauben alle, wir seien Gutmenschen, wissen aber nicht, dass wir bestimmte Irrtümer im Kopf haben, aufgrund derer wir faktisch aber dann der Gesellschaft schaden. Und ich schätze ja kriminelle Lügen nur auf 2% ein und den kooperativen Anteil nur auf die 8%, von denen wir alle leben. Denn gäbe es nur den antikooperativen Anteil, wären wir ja alle schon tot. Ne? Dann könnten wir gar nicht überleben. Aber wir leben alle von den 8% kooperativen Anteil. Und was meinen Sie, was wir eben für ein Wirtschaftswunder kriegen von 700 Euro pro Monat und pro Kopf jeder Arbeitnehmerin, wenn wir den antikooperativen Anteil in den kooperativen Anteil dazu tun, dann haben wir nämlich 98% kooperativen Anteil und dann haben wir ein riesiges Wirtschaftswunder und ein Aufblühen der gesamten Gesellschaft. Ja, und dann gucke ich mal weiter hier. Ja, und das heißt also, man muss ja auch verstehen, wie die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik hier funktioniert, nämlich dass jede Aberfindung spätestens des Ferntauschhandels aller spätestens vor 140.000 Jahren galt, wer vorteilbringende Irrtümer im Kopf hat und die anderen deswegen dann ausschlachten und ausbeuten kann, ohne dass es ihm selber bewusst ist, der hat im Markt überlebt und alle anderen sind ausgestorben hier. Und das bedeutet, dass Glücksreduktion und Lebenszerstörung das Wesen des jetzigen bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus ist. Weswegen wir ja wechseln müssen, da sind wir wieder am Anfang, zu GWÖ und GWO, also Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung nach den Next Scientists for Future. Und andere Möglichkeiten haben wir nicht. Ne? Leider degenerieren wir jetzt schon durch den Kapitalismus und haben jetzt in den letzten 40.000 Jahren ja angeblich schon 0,15 Liter Gehirnsubstanz verloren, sind also 0,15 Liter dümmer geworden. Und es kann auch sein, dass wir die Kurve gar nicht kriegen können, weil der Kapitalismus sich als Sackgasse herausstellen wird. Er besteht aus so vielen vorteilbringenden Irrtümern, dass die Menschen nie wieder zu klarem Denken kommen können und deswegen dann auch eine Lösung des Problems unmöglich ist. Das heißt, der Schrecken ohne Ende ist vorprogrammiert, es gibt keinen Way Out, also spätestens seit 140.000 Jahren, also hier 140.000 Jahren, 100.000 Jahre, da müsste ja hier irgendwie 140.000 Jahren, ist möglicherweise nichts mehr zu machen, weil die Menschheit grundsätzlich verloren ist im Sinne eines, sie wird weiter vor sich hindümpeln und das Leiden wird immer weiter steigen. Immer mehr einsame, kaufsüchtige Singles mit zerstörtem Leben, mit Übergewicht, mit chronischen Krankheiten, mit Krebs und so weiter. Und alle Industrien werden sich bereichern an all dem Leiden von uns Menschen. Und ja, das kann sein, dass wir keine Chance haben. Ne? Ja, so.
Ja, das war's doch. Ja, das war's doch schon wieder für diese heutige kurze wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.